Das ist übrigens gemein, wenn du mal sagst, bis später und die müssen den ganzen Tag warten. Was soll ich sagen? Dafür sind die Aufnahmen... Bis morgen, kann man sagen. Ja, ich meine, ist ja nicht so, dass wir zweimal pro Woche ausstrahlen, sondern jeden Tag. Ne? Muss man das auch stimmt. Mal. Muss man auch mal, ne? Da, und so weiter. Mikael The King, wie subscribe ich bei dir? Hast du Sam überhaupt an? Ich glaube, ich nenne die eine Folge so wie bei der falsche Paco. Ja? Das, so, das klingt nicht schlecht. Der falsche Paco, ja? Oder Wels versucht mich umzubringen. Weiß ja nicht. Nein, das ist schon. Nein, so will ich das jetzt nicht. Nee, so darf man das nicht sehen. Ne? Oh, da ist Paco, geh da mal hin, du. Die freuen sich. Es ist doch keine Absicht. Ich weiß. Mikael The King, also Subs sind an und Subscriben sollte eigentlich wie auf jedem anderen Kanal funktionieren. Oben müsste ja ein Button sein. Danke für den Host. Mikael The King. So, Handlebars. Nee, bei Handlebars. Da, okay. So. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hätte 5 Zombie-Hunde, das Well den armen Astrak in der nächsten Horrornacht erfolgreich mit ins Unglück reißt, wenn sie die Einschlüsse lassen. Bisher kommen wir gut klar. Also, auch wenn es richtig interessant ist, heute zu sehen gab. Also gestern. Also. Davor. Das war schwierig hier, ne, oder? Ganz schwierig. Aber immerhin, Weihnachtsmann, Dämonen, Kobold, Viecher, keine Ahnung. Das stimmt allerdings, muss ich sagen. Also Hammer, da war einiges zu sehen. Das stimmt. Auf jeden. Ja. Nicht so ohne. Ich hätte gern, also, naja, der Weihnachtsmann, das spawnt aber auch die Scheiße aus. Haben wir noch eine Schatzkarte vielleicht irgendwo, die wir noch nicht, weil wir haben auch nur noch 8.825, ne, Casino. Ich hab, ja, ich hab eine, ja, so, ich könnte einen Schatz heben. Dann sollte man das vielleicht machen. Ich meine, sonst kann ich den auch heben, wenn du was anderes noch machen willst. Nee, ich gehe den Schatz. Ich weiß, du hast es geskillt, aber das ist ja jetzt nicht so, es geht ja auch problemlos. Nicht so. Es geht auch problemlos ohne. Klar. Also so, das ist nicht so das Problem, sag ich mal. Repair. Nein, weil ich. Kommt drauf an. Also wenn der in der Nähe ist, wo der Händler ist, wo ich sowieso dann vielleicht morgen hin will, dann wäre es ja egal. Achso, du bist da gerade drin. Kannst mir ich sagen, bin da gerade drin. Kannst mir sagen, ob der Lenker fertig ist oder den man mitnehmen. Ja, der ist fertig. Kannst rein. Oh, mir wird warm. Hast du die schon gelesen? Was denn? Die Schatzkarte? Die Schatzkarte? Mhm. Ich hatte noch eine alte. Ach die so. Meinte ich. Okay, wo ist denn der Schatz? Kannst du den mal oder sag mal ungefähr, ja, wo der ist? Sekunde. Ist der nicht? Oh. Also, der Händler ist in südöstlicher Richtung. Ist der Händler. Ich kann ihn ja mal versuchen zu teilen. Die Schatzkarte ist im Südwesten. Ja, super. Da ist der Händler. Nee, Südosten. Naja, okay. Safeway Point. So, ich habe ihn dir geshared. Trader 4 müsste das ja mittlerweile sein. Ich will hier nicht nur rumhängen. So, ich gehe den Schatz jetzt heben. Ich habe ihn dir auch geschert. Kommst du mit? Geschert. Schatz. Raider 4. Den kenne ich noch nicht, okay. Nee, den habe ich ja eben gerade auch erst gefunden. Ja, der ist ja, ja noch, der ist ja noch warm. Wie sieht's aus? Kommst du mit zum Schatz? Ich suche ihn noch. Wo ist mein Bike da? Ja. Ist nicht die Richtung. Hast du noch die hm?
Sekunde, ich muss dann ganz kurz mal eben nach Essen und Trinken gucken, sonst fahre ich dir hinterher. Ich ja, bin ich nicht, ja, ich bin Sprit fast und ich tot. Die Ranch, die ich bin nämlich stark am Verhungern. Kannst deshalb. Du mir die Ranch dann irgendwann zeitig wieder geben? Ja, hier, pass auf, ich pack die hier in die Kiste unter das dem Campfire nicht weg, drin. Ich muss jetzt weg. Erst was essen, vorher kann ich nirgendwo hin. Sonst musst du eben alleine fahren, weil ja, nee. Mein Verstand ist eh kaputt und Essen ja, ist fast auf null, Trinken ist auf null. Ich muss erstmal was kochen, ich kann jetzt gar nicht weg. Ich kann jetzt gar nicht weg. Schadnet. Nee, fahr du mal alleine, ich bleib hier. Das geht gerade gar nicht anders. T-Wrench hast du? Ja. Okay. Mein Verstand ist eh kaputt. Ja, ja, merk mal manchmal. Das war natürlich. Ach komm, geht doch alle nach Hause, ey. Das Problem ist, die sitzen ja schon zu Hause. Ja. Manche jedenfalls. Ich habe wieder eine Blue Jeans gefunden, das ist sehr geil. So, die Bon kann weg. Wollte es nicht schon los? Ja, ich muss erstmal Platz in den Kisten schaffen. Ayuta wäre so stolz auf mich. Das Wire Tool kann auch erstmal hier bleiben. Das brauche ich ja nicht unbedingt. Den Duster kann ich noch verkaufen. Haben wir noch was anderes, das ich verkaufen kann? Nee. Gut. Weg. Die können da rein. Haben wir die Aufnahme überhaupt gestoppt? Ach ja, klar, wir haben 10 Uhr wieder neu gemacht. Ja, 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 alles, ja, ja, ja. Alles, du, pass auf, alles gut. Ich hole mir mal eben kurz was Neues zu trinken. Ja. So. Nach da hinten muss ich, okay? Achso, ich brauche Sprit. Nee, ich bin noch am Kochen. Ich muss noch was essen, stimmt. Ich erst was voll essen und dann mal eben. Und dann hole ich noch mal eben was zu trinken. 15%, 30%. 43. Ups, Knöffel, was? Was sind das für Geräusche hier? Ach, das sind wieder Ratten. Jordan, vielen Dank für den Follow. Dankeschön. Willkommen in der Community. Willkommen im Team. Ach so, Knöffel, alles klar. Okay, machen wir. Wenn ich erstmal quer. Ayuta. Ja? Ayuta ist auch stolz auf mich, sehr gut, lese ich gerade. Das ja. Ist immer gut. Ja, so, ganz wichtig. Ich komme gleich wieder. Ja, alles klar. Tschö. Ich komme dir aber gerne hinterher, sonst nächsten Tag dann. Ja, ja. So, dann jetzt mal los. Ja, auf dem Weg ist natürlich auch gut. Ein Riesenwolf, okay. Pff, was läuft denn hier wieder rum? Fehlt nur noch, dass man an einem Truppentransporter vorbeikommt. Dann schrei ich Scheiße, ey. Das ist jede Wette. Da geht's ja gleich ab. Schatzsuche in der Nacht. Echt jetzt? Im zerstörten Biom? Oh, bitte tu mir das nicht im zerstörten. Echt jetzt? Scheiße. Eine Stadt im Zerstörten. Da geht's ganz schön runter.
Also Pauline, vielen Dank für den Follow. Dankeschön. Willkommen in der Community. Willkommen im Team. Nachts im zerstörten Biom. Das ist doch so bescheuert, oder? Was? Jetzt fehlt noch zum Glück, dass ein Zombie-Bär mir über den Weg läuft. Dann ist gleich Feierabend. Mann, Bischibosch, ich nehme dir das Horn bald ab, ey. Oh. So, da bin ich wieder. Du bist schon unterwegs, ne? Ja, das ist im zerstörten Biom. Ich bin mitten im zerstörten Biom in der Nacht. Ist das bescheuert, oder? Ist gewagt. Das ist immer interessant. Das Watscheln von einem Feral-Zombie. Du hast immer interessante Ideen, finde ich. Ich wollte den Schatz heben. Mhm. Kann man ja mal machen. Ach du Scheiße. Ich glaube, hier kommt gerade eine Wanderhorde an. Rex! Vielen Dank für den Follow. Dankeschön. Willkommen in der Community. Willkommen im Team. Motto heute: Suche den Schatz nicht im zerstörten Biom. Das sind noch normale Zombies, die hier kommen. Ja. Und noch kurz warten eben. Chris, Nabend. Wie geht's dir nur, nachdem du gerade geschlagen hast? Habe ich gar nicht. Das ist dreimal schwarzer Kater. Das kann ich dir in einem anderen Kanal empfehlen. Asrak, geht da. Ich glaube, ihr versteht euch bestens. Ah. Es gibt Beweise, dass du dein Stofftier gehauen Nein, hast. Nein, gibt es überhaupt nicht. Nein, Mann, ich habe ihn nie gehauen. Ach, das ist scheiße, man muss aufpassen, was man sagt. Irgendwo ist so. Es gibt dafür keine Beweise. Es war Absicht, oder nicht? Ja, 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 alles klar. Und schon habe ich dich. Ja, scheiße. Woher wussten sie, dass er erschossen wurde? Genau. Ah, Nachtigall, ich höre dir jetzt Rapsen, ich falle auch voll drauf rein, ey. Ja, schön. Also, das ist der Beweis, er hat ihn gehauen. Lieber Chat von Valkyrie. Das war der Beweis. Keine Zeugen. Doch, ich habe meine Schuldigkeit getan. Der Rest liegt bei euch. Bestraft ihn, wie er es für richtig haltet. So. Doch, ich war im Bad, dann habe ich eine geraucht und dann habe ich mir noch ein Cappuccino geholt. Ich kann das alles ziemlich schnell. Manche Sachen mache ich auch gleichzeitig. Ich kann das erklären. Es gibt eine Folge auf zwei Kanälen, wo du zugibst, Dino im Keller zu haben, angekettet und eine Vorzeit. Ja, das war das andere. Gunpowder, wir haben nicht so viel Kohle, das ist das Problem. Und Potassium, deshalb suche ich ja ein verbranntes Biom. Aber. Und Asrak findet ja nur zerstörte, das ist ja auch ein Problem. Mit Asrak, ne? Kannst du mal ein verbranntes Biom finden? So. Ich heb jetzt erstmal den Schatz unter größten Anstrengung. Was ist denn das da hinten für ein Vieh? Habt ihr das gesehen? Nicht, die bringen nicht schon wieder neue Freunde mit. Das sah ganz merkwürdig aus. Du, erst den Schatz und dann guckst du dir in Ruhe an, aber aus der Entfernung, steig nicht ab. Ah, das ist ein Feral-Zombie, alles klar. Okay. Weißt du, wenn ich das schon so höre? Das sieht ganz komisch aus. Das ist so, das hatten wir jetzt schon zweimal am Stück. Das war ja auch gut und unterhaltsam. Aber es hat auch viel Schmerzen gebracht, oder? Mir nicht. Och, du warst ganz schön beunruhigt. Ja, da war auch was zu tun. Ich komme dir mal eben entgegen. Mhm. Schon mal. Das mache ich in... Wo ist denn die Kiste? Boah, ich muss jetzt vom Bike das Licht ausmachen. Jetzt ist es zu hell. Ach, du bist schon wieder auf dem Rückweg, oder? Nein. Ich bin im zerstörten Biom und suche den Schatz. Okay, dann versuche ich dir mal hinterher zu fahren eben. Alter, ich hab ihn. Das ist gut. Fast 6000 und 9 mm 200 Schuss. Da
Das ist gut. So, pass auf, dann komme ich dir entgegen, weil dann kann ich, übernehme ich das Geld und kann dann, ich kann dann zu dem anderen Händler erstmal in den Süden fahren und dann fahre ich zu dem Händler, wo ich eben war. Ich will erstmal aus dieser Scheißgegend raus, weil ja, zerstörtes Biom ist jetzt gerade nicht so lustig. Nee. Du musst leider gehen. Ach Mensch, Sturmi. Okay. Was? Gibt's doch so viel zu sehen bei uns. Ja, da wird es, mein Mod, der geht ja nicht ganz grundlos irgendwo so. Ich wünsche dir alles Gute. Weiß man nie. Tommy. Nein. Sonst wird er bleiben. Okay. Alles gut, Tommy. Tschüss. Tschö, bitte. Ich hoffe, nichts Schlechtes. Ach, komm. So. So, ich sehe dich ja auf dem... Oh, hier ist ein altes Polizeiauto. Auf dem Sehr Radar. Geil. Ich komm mir mal entgegen und Luftlinie so. Vielleicht können wir uns auf halbem Wege treffen oder so und dann gucken. Da ist ein Hund. Oh, Alimente. Hey, jetzt sei brav und bedank dich auch. Kackhund. Joachim, vielen lieben Dank für deine Spende. 1 Euro mit einem guten Tipp. Hau doch die Bäume im zerstörten Biom um. Ja, das, im zerstörten Biom bringen die Kohle die Bäume? Ich dachte nur im verbrannten Biom. Bringen die Kohle im zerstörten Biom? Weiß nicht. Können wir mal ausprobieren. Wobei meine Axt ist auch nicht mehr so gut. Das kann man machen. Also auf alle Fälle ein guter Tipp. Danke, Joachim. So, ich komme dir mal so ein bisschen entgegen. Oh, ich habe einen Ochsen gefunden. Sekunde. Den will ich mir aber. Zähmen! Nein, ich habe meine Whip nicht dabei. Hast du eine dabei? Ich hoffe doch. Dann komm du zu mir sonst und ich behalte den Ochsen. Bin auf dem Weg, auf dem Weg. Du siehst mich auf der Map. Ja, ich bin auf dem Weg zu dir. Genau, ich habe den Ochsen im Blickfeld. What the fuck ist das? Ist das eine Ziege? Nee. Das ist ein Ziegenbock. Also das gesehen. Bei mir, okay, das bei mir ist kein Ziegenbock. Dann versuch den erst und ich habe die irgendwann mal zu Hause gelassen. Was? Rip. Oh, habt ihr das gehört? Was? Ich hab ihn. Ja super. Ein männlicher Ziegenbock. Ich habe den noch nie gesehen in meinem Leben. Wie abgefahren. Dann komm zu dir. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Spawnt irgendwas? Ist da was gefährlich? Oh, da ist der Stier. Ja. Nee, der sieht cool aus, ne? Oder? Komm her, du Stier. Komm her. Ach, oh, schöne Bilder. Danke, wunderbar. Schön oh, Mann. Licht. Lass dich doch mal. Ja, würde ich ja gern. Jawohl. Halt, bleib hier. Lauf nicht weg. Ich geh mal hinterher. Der hält ja einiges aus. Oh, der hat da unten aber. Naja, kann man gar nicht zeigen. Muss ich pixeln jetzt. Naja, mit dem Jojo zähmen kannst du den. Ja, ist klar. Na, der ist hartnäckiger, ne? Ich krieg den ja nicht irgendwie gewippt. Ja, doch, ab und zu höre ich es ja. Ja, ab und zu mal. Ich versuche mich mal um den Zombie hinter dir zu kümmern. Ja, mach das mal. UI anschalten. Oh Mann. Und, haben wir den Ochsen oder nicht? Nein. Warum kann ich den nicht looten? Shift-Taste gedrückt vielleicht? Ich hab ihn. Ja, super. Ich hab ihn. Mir fehlt aber jetzt das Schwein. Ich muss ein Schwein mal irgendwie... Eine weibliche Sau fehlt mir. Ja, aber wir können jetzt eine Zucht aufmachen. Ach so, warte mal. Hier, halt, stopp das Geld. Warte, ich werf's dir auf den Boden. Ja. Ich sehe es nicht. Da runter. Siehst du es? Nein? Nee, bin ich okay, pass auf. Kannst du bei mir ins Bike reingucken? Ja, bestimmt. Dann kannst du ja vielleicht. Pass auf, ich pack's bei mir ins Bike. So, bitteschön. Kofferraum. Jupp, super. Okay. Alles klar, man sieht sich. Ja. Ach, warte mal. Aber das ist super. Jetzt können wir doch jetzt schon mal eine Zucht aufmachen. Das funktioniert auch. Mhm. Quick Waypoint. So, dann fahre ich erstmal zu dem Einhändler, der hier unten in der Nähe der Stadt ist. Ja. Und dann fahre ich den anderen nochmal eben ab. Warte mal, lass uns zu zweit fahren. Ich komme mit. Denn der hat unterschiedliche Sachen. Bei mir und bei dir. Ja, wir gehen zu zweit. Wir gehen zu zweit. Du siehst mich ja Ich fahre dir hinterher. Alles cool. Und wenn wir noch einen Weihnachtsmann sehen, du weißt, was zu tun ist. Mhm.
Wenn du ein Schwein siehst, sag Bescheid, so ein weibliche Sau. Ich sehe eine Spinne, eine grüne, da fahre ich jetzt mal an vorbei. Ja, das ist nicht so schön. Ich fahre so momentan, keine Ahnung, obwohl den Ochsen habe ich auch gesehen. Schwein habe ich gesehen, zwei Stück sitzen beide vor der Kamera, ja. Der war lustig. Jetzt finde ich ihn auch gut. So. Ja, der muss erst ein bisschen wirken, ne? Und dann dann wird er irgendwann. Das ist so ein bisschen, ne? Obwohl, nee, richtig gut ist er mal. So. Zeltlara. Sie sagt, sie reagiert jetzt nicht. Ja. Mann, oh Mann, was ist da wieder los? Weibliche Ziegenböcke, ja, also. Ja, kann man auch mal drüber nachdenken. Stimmt eigentlich. Weibliche Ziegenbock. Ja, ah, okay. Ich war überrascht, einen Ziegenbock zu sehen. Also Ziegen sind neu. Schafe kannte ich, Ziegenbock, no. Also auch da hat der Patch was Neues hervorgebracht. So, ich bin beim Händler angekommen. Okay. Na, ich hab schön die Erkältung. Wie lange machst du heute? Ich hoffe, so das Übliche, so 10:30, schätze ich mal so. Keine Ahnung, wie spät ist es denn jetzt? Doch, ja, das kommt ganz gut. Ja. Mal gucken, wie lange wir wirklich machen. Ja, Zufall und so. Weibliche Ziegenböcke sind Geißen. Auch Oliver genannt. Das kam jetzt von mir. Merkt man am Humor, ne? So. Irgendwas. Ja, da ist ein Zombie, der steckt gegen die Tür. Ja, ich sehe ihn. Repair Kits, Gunpowder. Er hatte Alkohol dabei, Grain Alkohol. Schade, dass es in dieser Mod keine Bedeutung hat. Warum habe ich das Gefühl, dass ich Astrak diese 581er Wrench kaufen möchte? Mit Möchtest Sicherheit. Du eine lila Wrench haben, 581 für 1500? Unbedingt. Gekauft. So, dann lass mich mal gucken, ob ich da auf die schnelle Tool and Dice jetzt sehe. Ja, ich alles, was mich interessiert. Das verkaufe ich erstmal und unser Bargeld verkaufe ich erstmal. Sekunde. Guck, kannst reingucken. Der Ochse mit dem Einhorn. Ich kann mir vorstellen, wovon dieser Clip handelt. Hier gibt es wieder coole Gedichte. Oh, da kommst du drin vor, das muss ich vorlesen eben. Was, ich? Ja, wir haben ja okay, nur... Okay, nächster Händler, hier ist nichts. Sekunde. Das ist Trader 2 gewesen, okay. Wollt ihr sehen, wie Teamplay geht? Schaltet Stream fix ein und sieht, Asrak muss sich vor der Horde retten. Vel fährt nebenher und klappert mit Ketten. Dann hat er aus Versehen die Waypoints vertauscht, worauf Asrak ahnungslos ins Banditennest rauscht. Nachdem er einen neuen Händler gefunden, ist er fix nach Hause. Doch das dauert Stunden. Dann hat er noch das Bike zerstört, das Schicke. Dafür gibt's von Asrak zu Recht strenge Blicke. Vielen Dank an Scharabe, Perblone. Sorry, dass ich jetzt das Geiles ausgerechnet... Geiles Gedicht, dankeschön. Da war noch vorher noch mehr. Ich komme im Together eigentlich in der Regel nicht dazu, die vorzulesen, aber das ploppte mir gerade so aus dem Seitenwinkel ins Auge. Bitte alle anderen, die heute geschrieben haben, nicht beleidigt sein, bitte. Warte mal, das war dein Minibike, glaube ich, hier. Ich glaube, das ist meins. Ja. Das hier ist meins, ja. So, dann nächster Händler. Zack. Ja, Moment. Ich muss mal absteigen, den Waypoint neu setzen. Das ist ja der neue, den ich gefunden habe. Der ist Quick Waypoint, Trader 4. Den hast du ja auch. Lass uns mal. Ja, lass mal hier. Lass mal hier auf der Straße fahren. Lass mal auf der. Ne? Auf der Straße fahren hier. Weil vielleicht kommen wir von hier aus ja auch ein anderes schickes Biom. Aber das Gedicht war cool, ja. Ja, fand ich auch. Du bist hinter mir? Ich bin hinter dir, ja. Ich muss so ein bisschen warten, bis das alles so ein bisschen aufbaut. Ach, guck mal hier, das ist die zweite Stadt, die quasi gleich in der Nähe von der ersten ist oder so, die hier. Ja, bei mir baut auch gerade nichts auf und
Es lädt auch. Da merkt mein Rechner jetzt auch, dass deiner gerade ein bisschen Moment zu tun hat, ja. Warte mal, Sekunde, kenne ich die Stadt denn schon? Ja. Oh! Ja, geht schon. Ich habe ihn nur nicht, ich hab nur nicht bemerkt, dass der direkt neben mir stand, als ich angehalten habe. Alles cool. Ich wollte nur dein Leben retten, sonst. Ja. So, dann weiter geht's. So, wie gesagt, hier ist noch eine neue Stadt. Die hast du, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Mhm, ja, jetzt habe ich sie drauf. Oh, ich muss langsam mal fahren. Ja. Von mir ist direkt ein Auto aufgeploppt und das ist wieder der falsche Händler. Nein, das ist nicht der falsche Händler. Das ist Händler 4, den habe ich ja geteilt mit Asrak. Den hast du ja selber jetzt, Händler 4. Ja, müsste ich haben. Nein, ich glaube, da veralbern sie mich jetzt gerade. Das passiert meinen einen Abend nur einmal. Beim zweiten Mal ist Absicht.